Lektion 352. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Liebe aber, hier in der Vergebung, widerspiegelt, erinnert mich daran, dass du mir einen Weg gegeben hast, um deinen Frieden wiederzufinden. Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesen Weg zu folgen. Du hast mich nicht ohne Frust, ohne Trost gelassen. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich als auch an einen, der mich zu ihr führt. Vater, ich möchte heute deine Stimme hören und deinen Frieden finden, denn ich möchte meine eigene Identität lieben und in ihr die Erinnerung an dich finden. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Was bin ich? Ich bin Gottes Sohn, vollständig und geheilt und ganz. Leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe. In mir wird seine Schöpfung geheiligt und ihr ewiges Leben garantiert. In mir ist die Liebe vollkommen. Die Angst unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Ich bin das heilige Zuhause von Gott selbst. Ich bin der Himmel, in dem seine Liebe wohnt. Ich bin
seine heilige Sündenlosigkeit selbst. Denn in meiner Reinheit wohnt seine eigene. Wenn ich wahrlich das bin, was ich gerade gesprochen habe, dann kann es kein Urteil geben. Dann kann die Liebe kein Gegenteil haben. Deshalb ist ja die Liebe hier auch klein geschrieben. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Die große Liebe, die große wahre Liebe, die du bist, hat kein Gegenteil. Gottes Sohn hat kein Gegenteil. Komm in deine wahre Größe, Sohn Gottes. Und alle Kümmernisse und Sorgen können nicht sein. Mit Gott in deinem Geist kannst du nur Frieden erfahren. Nur Frieden. Weil es dort nur Frieden gibt. Alles andere, was ich scheinbar in meinem Geist erfahre, zeigt mir nur, dass ich mich geirrt haben muss. Das kann nicht sein. Also ruft es nach Korrektur. Und das jetzt, sofort, in diesem Augenblick geschehen zu lassen. Oder hast du etwas von diesen Sorgen und Kümmernissen, von diesem Leid, von diesem Schmerz? Gibt es da einen Glauben, dass dies wahr ist? Warum? Warum sonst erfährst du das? Warum erfährst du Krankheit, Leid, Tod, Sorgen, Kümmernisse? Es muss etwas mit meinem Glauben zu tun haben. Meinem Glauben an Sünde und Schuld. Und das, genau das kann ich jetzt ändern. Richte deinen Glauben nur für Gott aus. Schule dich. Und sei darin konsequent und klar. Kompromisslos. Bei dem Gott gibt es keine Kompromisse. Wozu? Es gibt auch kein Gegenteil. Dann gibt es auch kein himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Keine emotionalen Schwankungen. Kein Auf und Nieder. Gott ist immer beständig, gleichermaßen ein sanftes Wohlgefühl, Wohlbefinden. Urteil und Liebe sind Gegenteile, hier in dieser Welt, hier in meinem kleinen Denken. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Möge ich mich hier in meiner kleinen Welt nur für die Liebe ausrichten, für die wahre Wahrnehmung, für die Rechtgesinntheit. Damit meine Liebe groß werde. Der Heilige Geist wartet nur darauf,
bis ich erkenne, dass es darin überhaupt kein Gegenteil geben kann, dann habe ich dieser Welt vergeben. Dann bin ich erlöst. Weil Krieg und Frieden nicht nebeneinander bestehen können. Mit Gott in meinem Geist kann ich nur Frieden sehen. Das ist die eine Wahl. Und diese Wahl nicht mehr zur Qual werden lassen. Dieses Suchtprogramm wirklich zu stoppen. Und da vehement sein, sanft vehement. Ich muss da klar und deutlich sein. Ich verletze mich immer nur selber. Ein sanftes Gemahnen von Gott selbst. Ein süßes Gemahnen. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Genau dafür ist sie mir doch gegeben worden, damit ich nicht urteile. Sie sieht dich, mich, einen jeden nur in Sündenlosigkeit, in Unschuld oder Schuldlosigkeit. Das ist das Annehmen der Sühne. Und das total zu wollen. Für die Ruhe in meinem Geist. Für den Frieden meiner Welt. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir, Vater. Wie kommst du zu ihm? Mit leeren Händen. Unschuldig, wie du bist, ahnungslos, wie du bist, frei, wie du bist. Geist, wie du bist. Rein, wie du bist. Hell und klar. Ein Funke, der sich durch die Vergebung entfaltet, 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 entfaltet hin zum großen Strahlen mit allen gemeinsam. Die Vergebung öffnet mich hin zum Licht, zeigt mir, schenkt mir das Licht. Lässt mich darin baden, das bin ich. Hey, ich bin das Licht der Welt. Wie lange will ich noch sagen, das Licht ist gekommen und ich will es selber gar nicht sein? Das kann nicht sein. Oder wie lange will ich sagen, das Licht ist gekommen und ich halte mich selber noch in Dunkelheit? Das kann nicht sein. Das ist Selbstzerstörung. Ich kämpfe mit mir selber. Das nicht mehr wahrzumachen. Erhebe dich
öffne dich für das Einssein, für diese Einsgesinntheit. Nur Licht, nur Liebe, nur Frieden. Das ist alles. Nur Gott. Nur Gott. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Erfahrung kennst du doch schon. Das weißt du schon. Du weißt, wie das Urteil einen so verhärten kann. So knallhart sein kann. Die Liebe aber hier in der Vergebung wieder gespiegelt, erinnert mich daran, dass du, Vater, mir einen Weg gegeben hast, um deinen Frieden wiederzufinden. Guck mal, wir laufen, wir sind auf diesem Weg. Ich krieg's scheinbar nur teilweise mit, weil ich mich immer wieder noch ablenken lasse. Von links oder rechts. Von irgendwelchen alten, huschigen Gedanken. Sag mal so husch, husch. Ich lasse mich immer noch irritieren. Sehe Schatten. Und das nicht mehr. Ich gehe geradewegs auf heiligem Boden. Vergiss das nicht. Mit deinem Bruder. Mit allen Brüdern. Und mit Jesus. Mit dem Heiligen Geist. Mit Gott selbst. Weil du nie ohne all die Heiligen bist. Du bist es doch selbst. Es ist nur ein Heiliger, der eben scheinbar träumt. Und jetzt zu erwachen, zu sehen, hey, wir sind zu Hause. Gar nichts los. Und da jetzt wirklich zu schauen. Wir gehen auf dem Weg der Vergebung. Unseren Frieden wiederzufinden, Gottes Frieden. Er ist uns gegeben, sonst würde da nicht stehen, wiederzufinden. Er ist uns gegeben. Kann niemals weg sein. Er kann durch meine hartnäckigen alten Gedanken weg sein. Scheinbar. Das eben nicht mehr zuzulassen. Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesem Weg zu folgen. Yippie! Ja, und ich beschließe jetzt, diesem Weg zu folgen. Und ich wünsche, bitte, hoffe, dass du bereit bist, mitzugehen. Wirklich konsequent und klar mitzugehen. Und eben keine mächtigen Steine mehr uns in den Weg legst, damit es scheinbar kein Durchkommen mehr gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das bleiben zu lassen. Ich störe immer nur selbst meinen Frieden.
Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesem Weg zu folgen. Du, Vater, hast mich nicht ohne Trost gelassen. Ich kann nicht betrübt sein. Ich kann nicht aufjaulen und jammern. Nicht mit Gott in meinem Geist. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich, Vater, als auch an einen, der mich zu ihr führt. An dich, Gott, Vater, und an den Heiligen Geist, der mich führt. Und Jesus, der mich ebenso führt. Und der Bruder, der mich ebenso führt. Weil es eine einzige Führung ist, ein einziger Weg. Geradewegs, nur da lang. Mögen alle Lämmer brav diesem Weg folgen. Kommst du vom Wege ab, kannst du böse Überraschungen erleben. Weißt du schon selbst. Und dann komme ich wieder in diesen Irrglauben, in diesen Irrtum, in diesen Tiefschlaf. Und das sind wir nicht. Was bin ich? Ich bin Gottes Sohn, ruhend in seinen lieblichen väterlichen Armen. Das ist alles. Total im Frieden. Vater, ich möchte heute, ich möchte jetzt deine Stimme hören und deinen Frieden finden. Ja, jetzt. Das heute, sage ich auch immer wieder, ist mir zu wenig. Ich will jetzt den Frieden Gottes. Das heute dauert mir zu lang. Dann scheine ich noch zu warten. Das will ich nicht mehr. Ich will das immer, immer jetzt in meinem Geist haben. Ich will Gott immer jetzt in meinem Geist erfahren. Ich will jetzt, jetzt will ich Gott. Ich will jetzt diese Totalität. Ich will jetzt die Vollkommenheit. Ich will jetzt die Liebe Gottes. Ich will jetzt das Licht sehen. Ich will jetzt Gottes Stimme hören. Ich will jetzt seinem Ruf folgen. Ich will jetzt das Himmelreich in mir erfahren. Ich will jetzt das Paradies in meinem Geiste sehen. Weil es jetzt da ist. Weil es mir jetzt gegeben ist. Vater, ich möchte jetzt deine Stimme hören und deinen Frieden finden, denn ich möchte meine eigene Identität lieben und in ihr die Erinnerung an dich finden. Du liebst deine eigene wahre Identität. Na klar. Das eine Selbst, das ja nur Liebe ist, kann nur lieben. Du kannst dich in Wahrheit nur lieben. Du kannst den Bruder nur lieben. Du kannst Gott nur lieben. Du kannst Jesus nur lieben. Weil da nur Liebe ist.
und das zu sein. Und diese Nicht-Liebe, was sich scheinbar ja so in meiner kleinen Welt zeigt, das aufzugeben, das muss vergehen. Es gibt keine Nicht-Liebe in Gott. Da ist nur Liebe. Konflikt unmöglich. Angst unmöglich. Fragezeichen unmöglich. Urteil unmöglich. Kümmernisse und Sorgen unmöglich. Das gilt es jetzt wirklich aufzudecken und aufzugeben. Womöglich kriege ich oft noch gar nicht mit, dass ich mir doch Sorgen mache, weil ich es gar nicht unbedingt als das erkenne. Dass es Angstgedanken sind, die ich da hege. Und das ist unmöglich. Das ist das, was mich gefangen hält. Auferstehung jetzt. Die frohe Botschaft jetzt. Christus jetzt. Frieden jetzt. Amen. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Die Vergebung allein schaut auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Liebe aber, dir in der Vergebung wiedergespiegelt,
erinnert mich daran, dass du mir einen Weg gegeben hast, um deinen Frieden wiederzufinden. Ich bin los, wenn ich beschließe, diesen Weg zu folgen. Du hast mich nicht ohne Trost gelassen. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich, als auch an einen, der mich zu dir führt. Vater, ich möchte heute deine Stimme hören und deinen Frieden finden. Denn ich möchte meine eigene Identität lieben und in ihr die Erinnerung an dich finden. Amen. Der Schwerpunkt dieses Kurses bleibt immer derselbe. Es ist dieser Augenblick, in dem dir die vollständige Erlösung angeboten wird. Und dieser Augenblick ist es, in dem du sie annehmen kannst. Das ist nach wie vor deine einzige Verantwortung. Die Sühne könnte mit einem totalen Entrinnen aus der Vergangenheit und einem völligen Mangel an Interesse für die Zukunft gleichgesetzt werden. Der Himmel ist hier und jetzt. Es gibt keinen anderen Ort. Der Himmel ist jetzt. Es gibt keine andere Zeit. Kein Lehren, das nicht dahin führt, ist für Gottes Lehrer von Belang. Alle Überzeugungen deuten darauf hin, wenn sie richtig gedeutet werden. In diesem Sinne kann man sagen, dass ihre Wahrheit in ihrer Nützlichkeit liegt. Alle Überzeugungen, die zu Fortschritt führen, sollten geachtet werden. Das ist das einzige Kriterium, das dieser Kurs erfordert. Nichts mehr als dies ist nötig. Handbuch für Lehrer. Der Christus in mir ist urteilten, ist ruhig und still. Er schaut nur und urteilt nicht. Vater, in diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Ich nehme die Sühne an. Ich nehme die Erlösung an, hier und jetzt, an diesem vierten Advent, in diesem heiligen Augenblick. Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns ins Licht, so wie du es uns versprochen hast. Amen. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt,
doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Liebe aber, hier in der Vergebung wieder gespiegelt, erinnert mich daran, dass du mir einen Weg gegeben hast, um deinen Frieden wiederzufinden. Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesem Weg zu folgen. Du hast mich nicht ohne Trost gelassen. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich als auch an einen, der mich zu ihr führt. Vater, ich möchte heute deine Stimme hören und deinen Frieden finden. Denn ich möchte meine eigene Identität lieben und in ihr die Erinnerung an dich finden. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Amen. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Liebe aber, hier in der Vergebung wiedergespiegelt, erinnert mich daran, dass du mir einen Weg gegeben hast, um deinen Frieden wiederzufinden. Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesem Weg zu folgen. Du hast mich nicht ohne Trost gelassen. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich als auch an einen, der mich zu ihr führt. Vater, ich möchte heute deine Stimme hören und deinen Frieden finden, denn ich möchte meine eigene Identität lieben und in ihr die Erinnerung an dich finden.
Und richte dich nur für Gott aus. Über all die Gegensätzlichkeiten, Gegenteile hinaus. Da, wo die Liebe keinen Gegenteil mehr hat. Wo der Frieden kein Gegenteil mehr hat. Wo das Licht kein Gegenteil mehr hat. Non-dualer Geist, eins gesinnt. Und Gottes Geist, der wir selbst sind. Da, wo die Freude ohne Gegenteil begründet wurde. Danke, 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 danke. Gott ist so gut. Und einen frohen, frohen Tag für heute. Für jetzt. Immer jetzt. Don't forget. Immer jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Auch heute noch öfters hier. Gell? Immer mit Gott in unserem Geist. Bis gleich, lieber Bruder.